Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nicht im Online-Modus, sondern im Singleplayer-Modus. Und ich begrüße euch wieder mal zu einem neuen Video von der junge Zocker mitten in Los Santos. Und ich würde erstmal sagen, wir klauen uns eine Karre und es geht um die Videospiele, die wir doch so alle gerne spielen. Ja. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, was er spielt. Manche spielen ja Call of Duty gerne, manche spielen lieber Open-World-Spiele, Sandbox-Games. Manche spielen eigentlich teilweise nur ein einziges Spiel. Manche sagen, ich spiele nur World of Warcraft, ne, ich spiele nur StarCraft, ne, ich spiele nur League of Legends, nein, ich spiele nur Fallout 3. Jeder hat doch sein eigenes Lieblingsspiel oder keine Ahnung, jeder mag halt andere Spiele und so weiter. Genau. Also, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Videogames sind nicht perfekt. Ob du jetzt auf dem Alien War spielst, ein Videogame, oder auf der PS4, alle haben ihre Schwächen und das ist einfach die Nähe. Und zwar, wenn ihr mal zocken tut, ob das jetzt auf dem Alien War ist oder auf dem ganz normalen Aldi-Laptop oder auf der PS4. Haltet doch einfach mal die Knarre auf dem Boden. Und ihr merkt, verschwommene Texturen. Sieht aus wie 1998. Lara Croft oder wann kam es raus? Ich weiß es nicht mehr. Auch hier, verschwommene Texturen. Es ist noch nicht möglich, so realistisch Sachen wiederzugeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel ranzoomt. Natürlich ist das eine Pixelfläche, wenn man an sowas ranzoomt. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das nicht sein muss und es nicht sein wird. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwann mal die Technik so weit ist, dass man ja die Rinde von den Bäumen, der Asphalt vom Boden so realistisch nachgebaut werden kann, dass man selbst mit einer Sniper ranzoomen kann und ja, einzelne Texturen in richtig scharf sehen kann. Ja, so ist das. Aber ihr müsst auch wissen, die PS4, die Xbox One und natürlich der PC haben viele Vorteile. Die wunderbare Grafik, die erzeugt wird. Und die ist wirklich wunderbar, weil von Weitem, also wenn man ganz normal spielt, so wie ich jetzt hier rumlaufe und ganz normal auf den Boden gucke, hier die wunderschönen Wassereffekte, schaut euch das mal an. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Da passiert ja so viel. So viele, hier fährt ein Auto, hier bewegt sich das Palmblatt, jetzt baller ich hier rum, die Patronenhülsen fallen hier hin. Das fällt uns so gar nicht mehr auf, dass es eigentlich ganz viele Prozesse da ablaufen. Ne? Die PS4 ist gerade am Kochen bei mir. Die kocht richtig. Vor Datenverarbeitung. Achso, jetzt schmeiß ich mal eine Granate. Jetzt überlasse ich die PS4. Der Prozessor läuft und läuft hier. Wahnsinn. Ja. Wie sieht das eigentlich jetzt aus? Was bringt die Zukunft? Die Zukunft wird viel bringen. Aber ich werde mich da gar nicht mal auf die Konsolen einlassen, weil bis eine neue PS4 rauskommt, dauert das mindestens noch 5 bis 7 Jahre. Und die Zukunft liegt im PC, das ist ganz klar. Weil PC kann ich mir immer kaufen. Prozessoren werden immer besser. Es gibt ja Supercomputer heute, die können super gute Grafiken erzeugen, da kann die PS4 mal einpacken. Aber die PS4 ist eine tolle Sache, wirklich. Die Grafik ist wirklich toll und da kann man wirklich nichts sagen. In den nächsten 4-5 Jahren ist die Grafik der PS4 auf jeden Fall noch zu akzeptieren, sozusagen. Ich sag mal, damals hat auch jeder, hat fast jeder eine PS2 gehabt.
Und damals war Vice City, Grand Theft Auto Vice City, fand jeder cool. Supergeile Grafik, hat jeder gesagt. Heute ist das ein Gemansche. Wirklich ein Gemansche. Wer das heute zockt, der denkt, what the fuck, was hab ich denn damals da gezockt? Was hab ich da gezockt? Nun ja. Grafik wird halt, die Videospielgrafik wird halt immer besser. So. Okay. Ja, wir können gespannt sein, was die Zukunft bringt. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Wir sehen uns. Haut rein. Und ihr könnt mich gerne adden. Einfach YouTube Gamescom adden. Auf der PS4 und dann können wir zocken. Haut rein. Bis dann. Ciao.